Es ist endlich soweit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Gewinner des wohl renommiertesten und prestigeträchtigsten und relevantesten Hip-Hop Awards des Planeten. Na, was sage ich hier? Universums sind endlich verkündet, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Hip-Hop.de Awards haben ihre neuen Besitzer. Das Ganze wird natürlich zelebriert in einem ausufernden Video. 5 Minuten 55 geht das Ganze. Ist vor 3 Tagen rausgekommen, hat auch schon 216 Daumen nach oben und 5000 Klicks. Das sind die Gewinner innen der Hip-Hop.de Awards 2021, meine Freunde. Ja. Okay, meine Hübschen. Dann spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Ich bin natürlich auch sehr, sehr gespannt, wen es diesmal erwischt hat. Wer sich diesmal Besitzer eines Hip-Hop.de Awards nennen darf. Ja, es ist ja eine Ehre, meine Freunde. Ja. Let's do it. All winners, my man. Ist das jetzt hier nicht mal mit Voice-Over? Ja, einfach nur so zusammengeklatscht oder was? Album National. Was hatte ich denn da gestimmt? Ich weiß gar nicht mehr. Zu Tape 5, glaube ich, ne? Mein Gott! Ah, Hafti, okay. Liebst du mich noch? Ich verliere mich noch! Habe ich immer noch nicht durchgehört. Also, das ist ja auch eins dieser Alben, die ich jetzt auf jeden Fall im Stream hier nochmal nachholen werde, ja. Ich habe ja neulich erst einen Tweet verfasst, welche Alben sollen wir unbedingt noch uns reinziehen im Stream, ja. Und da ist das auf jeden Fall auch ganz vorne mit dabei hier. Visa geblockt! Lieferung hops! In das Schießhaus. Ja, Hafti auf jeden Fall extrem krass abgeliefert, jetzt so die letzten 2 Jahre, ja. Zwei Alben in sehr, sehr kurzer Zeit hintereinander gedroppt und beide mit überragendem Feedback halt, ne? Offen geschlossen war da drauf, genau. Geisteskrankes Ding. So, Album international, da habe ich ja schon gesagt, ja, dass wahrscheinlich die meisten nur Kanye und Drake gehört haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es zwischen diesen beiden halt jetzt hier entschieden wurde. Pray now, hold up, no peace, hold up, police. There you go. There you go. Don't call police, just stay focused. Asche scheppert schon, ne? Pray for new life. Pray for. Newcomerin national? Gab es da weiblich und männlich? Newcomerin? Warum ist hier kein Sternchen? Ist das hier Männerhass? Kann man hier von Männerhass reden? Ja, schon, ne? Ruhe, Digga, hat's es geholt, ja, krass. Das jagen Cops, aber mich jagen die Cops. Mit dem Ritz-Cutten ein Loch und die Pisser nehme ich hops. Kids mit Kicks wie Black. Nice, Alter, ja, ich meine, ich bin ja auch jemand, der sie seit der ersten Single auf LIP hier aktiv supportet. Ja, Grüße gehen raus, eine wirklich ganz, ganz liebe, die noch extrem viel Potenzial nach oben hat und noch alles rasieren wird. Freut mich wirklich sehr. Nicht nur für Ruhe, sondern natürlich auch für PA stellvertretend. Als LIP Oberhaupt. Well deserved, genau. Widow, bin Spezialist für Hits, Bitch, I'm Biggo. Trickszene, Whip vom Whip. Geil, Mann. Newcomer international, was haben wir da gemacht? Murray, right? Activity. Okay, Baby Keem, nice. Voll einzigartig aber. Bester Song national. Da weiß ich gar nicht mehr, was ich gewählt habe. Hab ich keinen Platz, doch ich schreib dir um mit 3 in der. Ach so, Sommergewitter, Paschanim, ja, gut. War ein Überhit, ja, war ein Überhit, aber es ist halt ein Spotify-Song, ne? Aber der Bruder, ich mag den, Alter. Ich mag den. Der ist halt auch super populär bei den Teenies. Und ich hab's ja schon mal gesagt, hier werden wir vorrangig nur die Teenies gevotet haben. Gerade auch mehrmals. Ich muss aber sagen, Hauseingang ist für mich immer noch der beste Paschanim-Song. Ja. Weil der ein bisschen düster war, Digga. Bester Song international jetzt hier. Oh my key. Ja, die haben viele Kanye-Fans, ne? In der Hip-Hop.de Community. Man darf ja auch nicht vergessen, ja, das ist ja immer noch nicht ein reines Zuschauer-Voting. Das heißt, die Nominierungen sind jetzt erstmal bekannt gegeben worden von der Jury und dann zählt aber nochmal das Zuschauervoting nur 50% basierend auf den Nominierungen
Und die anderen 50% ist dann nochmal die Jury, die den Gewinner wählt. Beste Video national. Und dann gucken wir mal. UFO 361, Rio, echt, ja? Da waren doch noch ganz andere Dinger nominiert, Digga. UFO, immer geile Videos auf jeden Fall, ja? Joa, kann man machen. Kann man machen. Wie gesagt, UFO feiere ich auch. Diese internationalen Kategorien können sich mittlerweile echt sparen, finde ich. Der deutsche Rap-Output ist mittlerweile der Demenz. Da kann man auch national bleiben und hat genug Content. Ja, aber die, aber hiphop.de möchte ja immer so drauf bedacht sein, auch Hip-Hop international zu verfolgen, ja. Lustigerweise sind aber bei den internationalen Dingern fast ausschließlich Ami-Artists dabei, ja. Also so Franzosen-Rap oder irgendwas aus Albanien oder sowas, ja, was teilweise auch Millionen von Klicks macht, ist da gar nicht dabei, ja. Also, ist immer ganz niedlich. Es gibt nur Ami-Rap und Deutsch-Rap. Bestes Video international, ja. Wie gesagt, da muss man halt auch alle gesehen haben. Und ich glaube, wenn man wirklich jetzt sagen würde, okay, ihr dürft hier nur voten, wenn ihr alle Videos gesehen habt, dann kriegen die 20 Votes zusammen oder sowas, ja. Ja, schon heftiges Artsy-Video gewesen, ja. You live in the lobby, nigga, you ain't living right. Cocaine and drinking with your friends. Beste Gruppe national. Da war ja auch Hengst und Flair nominiert, ne? Gucken wir mal, wie sehr sie sich einschleimen wollten bei Flair. Also ich glaube, wenn Flair hier gar nichts gewinnt, dann dreht er wieder durch, ja? Könnt ihr euch noch letztes Jahr erinnern, wo Hengst und Flair so in so einen Hinterhof gegangen sind, bei Schnee, ja, so richtig Schnee und Eis und so weiter. Und da haben die ihre Hip-Hop.de Awards genommen, haben die auf den Boden geschmissen, da haben die dann zertrampelt und alles, ja. Das war lustig, Digga. Schauen wir mal, wer jetzt hier die beste Gruppe national hat. Deine Schädeldecke ein und dafür geht mein Doppelgänger. Okay. Kann man machen. Blutige. Ist ja auch eine wirkliche Gruppe, ja. Ich finde das immer besser, wenn Gruppen auch wirklich gewinnen, die halt auch als Gruppe agieren. Wie zum Beispiel so ein Cello und Abdi oder KIZ halt, Genetik, ne? Und nicht Leute, die einfach nur für ein Album sich mal zusammengetan haben. Sonst hätten natürlich vor ein paar Jahren Animus und Bushido das Ding nach Hause nehmen müssen, ne? Gruppe international, Migos, ne? Oh, krass. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Finde ich auch vieles, ja, sehr situationsabhängig bei den Suicide Boys, ja. Das geht bei mir nicht in jeder Lebenslage. Anders natürlich als, ihr wisst schon wer. Bester Produzent national, Wirt ist Symes. Alter Jumper, Alter, ja? Immer noch unterwegs, nass beim Mondlicht. Jumper, der den schlechtesten Samra-Song aller Zeit auf seinem Producer-Album releasen durfte, ja? Minusgrad, alles schwarz, wenn ich hoch. Ey, da gibt's locker 20 Producer, die ich krasser finde, ja? Hochblick auf der Jagd, schon seit Jahren. Ey, Bezazin, ja klar, Digga, ja? Johnny Instrument auch, Digga, ja? Symes, ja. A-Side, logisch, ja. Also, haha, und Savage hat den Track noch geteilt, ja. Ja, Savage teilt manchmal auch Sachen wirklich so aus freundschaftlichem Dienst. Ich glaube, Savage folge ich auch auf Instagram nicht deswegen. Ist genau das gleiche wie bei Sinan G. Sinan G, da teilt er wirklich alles. Den musst du nur fragen, kannst du teilen? Say no more? Aber hast du mal reingehört? Nee, aber say no more. Say no more. Story ist schon online. Bester Produzent international, ne? OZ jetzt hier, ne? Der hat doch da schon 7 von stehen oder so, ne? Also außer OZ kennt halt keiner irgendwas großartig noch, ja? Beat des Jahres, jetzt aber ja. Das ist neu, ne? Die Kategorie, glaube ich. Ich glaub, mein Großvater und ich hatten die gleichen Träume. Eine Dynastie geboren im Schatten der Feigenbäume. Ist gut, ja. Ist gut. Kinder.
Aber das war doch das mit, hat jetzt das Schöne und das Beast-Ding gewonnen oder die neue Version? Lyricist des Jahres, also wenn jetzt nicht Kollega kommt, ja, dann weiß ich aber auch nicht. Diese Rapper und den Modem. Also letztes Jahr nicht mal nominiert, dieses Jahr nach zwei Longplayer-Releases, NBK und Sweater Tape 5, hier auf jeden Fall diesmal mit, ja, mit Recht gewonnen, ja. Schön, das freut mich. Die Vögel knicken schneller ein als Origami-Schwäne, du machst Clubhits für kleine Kinder. War Animus eigentlich nominiert für seinen Beast Mode 4 Kamikaze Samurai? Macher des Jahres. Da war ja zum Beispiel PS Bots nominiert, ne? Den habe ich ja, glaube ich, dann auch gewählt. In meiner Nominierung. Gucken wir mal, ob es reicht, ja? PA, PA. Raf Kamora, ja? Ist zurück mit gesampelten I'm Blue Dabba Dee Dabba Die Songs. Macher des Jahres auf jeden Fall, ja. Ich deine Schelle und da war's das. Was ab, mit Pizza, ganz viel 5 aus in der Fiendab. Erst wird gesagt, ich rap nie wieder, dann kommt man zurück. Mit, ja, genau dem gleichen Sound, mit dem man halt schon die letzten paar Jahre seine Zuhörer überstrapaziert hat, anstatt mal wieder sowas wie Ghost zu machen. Aber das reicht für Macher des Jahres. Bei hiphop.de. Nice. Gibt es jetzt noch eine Flair-Kategorie, wo er gewinnen könnte? Beste Line. Bin mal gespannt. 2010 mit dem Zollamt beschäftigt. Stell dich einmal in. Ah, geil. Okay, krass. Ja. Alle meine Freunde sind nervös, denn einer meiner Freunde hat einen seiner Freunde in Säure aufgelöst. Krass, der hat die doch gewonnen, ja? Heftig, Alter. Heftig, Digga. Ja, krass. Also Glückwunsch an Kolja Goldstein auf jeden Fall. Der Junge hat auf jeden Fall einen Impact hinterlassen im letzten Jahr, Digga. Bester Rap-Solo-Act national. Das könnte jetzt an Flair gehen, ja. Wenn die wollen, dass die hiphop.de-Redaktion nicht komplett verwüstet wird. Pupillen offen, Kiefer geschlossen. Pupillen offen, Kiefer geschlossen. Ah, was ein Beat, Junge. Was ein Song. Offen geschlossen, Junge. Haftbefehl-Legende, ja. Gute Wahl. Everybody wanna feel like everything gonna be. Alter, alles an Kanye hier, ja. Heftig, ey. Heftig. Haben sie hart gefeiert hier. Lebenswerk. Oh, wer war da nochmal nominiert? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Müsste aber rein theoretisch an Flair gehen. Ja. Flair, ja. Eindeutig. Oder Leon Lovelock, ja. Ich wüsste gar nicht, dass Cora E. Waren da Nominierte bekannt? Ja, meine Freunde, das sind die. Wer gewinnt nächstes Jahr das Lebenswerk? Lucy Electric. Weil ich ein Mädchen bin. Also, ich dachte eigentlich immer, für ein Lebenswerk muss man halt auch heute noch aktiv sein. Das letzte Cora E. Album, weiß jetzt nicht, von wann das ist, ja? Nice. Gut, das waren die Hiphop.de Awards 2021. Wieder spektakulär, ja? Die Spannung war kaum auszuhalten. Endlich sind die Gewinner bekannt. Ja, schön.